Hallo Freunde, ich bin's, Patricia Moresco, Comedian. Normalerweise wäre ich ja jetzt mit meinem Weihnachtsprogramm auf Tournee, aber ist ja dies ja nicht. Ich habe ja mal wieder Arbeitsverbot. Bitte, wie soll ich jetzt ohne euch in Weihnachtsstimmung kommen? So viel Glühwein kann ich gar nicht saufen, meine Leber gleich langsam einer Minibar. Ich schwöre euch, wenn diese Pandemie rum ist, können wir locker 4 Winzer ein Jahr lang von meiner Leber leben. Ich ernähre mich ja nur noch flüssig. 3 Liter Glühwein am Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ist super. Wachst du morgens auf, denkst du, geiler Scheiß, schon angezogen. Nein, aber bitte, wie will man denn jetzt in Weihnachtsstimmung kommen? Das ist doch völlig unmöglich, schaust du einmal Nachrichten, zack, hat sie die Laune verhagelt. Ja, nichts als Krisen, Kriege, Katastrophen und Corona. Dann schaltest du weiter, landest bei Bauer so Frau, schaltest freiwillig wieder zurück zur Corona. Ist doch Schluss mit Udo Fröhliche. Ich muss sagen, mir fällt so langsam der Humor in die Falten kämen. Und dann meinte meine Freundin, komm, wir backen ein paar Plätzchen, das ist gut für die Seele. Haben wir dann gemacht. Dann haben wir so ökologische Zimtsternchen gebacken. Aus Dinkel. Frei von allem. Vor allem an Keks. Immer ist mir unbegreiflich, wie man diese Dinge als Weihnachtsplätzchen bezeichnen kann. Die kannst du doch allenfalls hernehmen, um eine Doppelhaushälfte zu isolieren. Ja, bitte. Habt ihr die mal probiert? Hä? Die waren immer mehr im Mund. Du brauchst du wieder 3 Liter Glühwein, um die runterzukriegen. Ja, irgendwann ist doch Schluss mit Öko. Also wenn es um Weihnachtskekse geht, Freunde, dann werde ich zickig. Ja, was habe ich davon, wenn auf meinem Grabstein steht, biologisch abbaubar? Weil ich persönlich, ich glaube ja an das Leben vor dem Tod. In diesem Sinne, ihr Lieben, frohe Weihnachten, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder in aller Frische, ohne Corona. Versprochen.